Ach toll, den muss ich hochholen. Nicht den anderen runter, sondern den hoch. So, jetzt kann ich dann auch zuerst den hier machen. Dann ganz schnell handeln, den hochholen. Dann einmal bitte so. Dann komm, bleib oben, bleib oben, bleib oben, bleib oben, bleib oben. Jawohl. Und einmal bitte so. Und damit haben wir es endlich geschafft. Jawohl. Oh, ein großes Level. Alter, das hier ist doch auch OP, oder? Wenn die zwei hier sich zusammenstellen. Die zwei Geistjäger müssen auf alle Fälle irgendwie zusammenkommen, damit wir die hier wirken können. Ja, ich bimmel jetzt einfach mal hier. Und dann bimmel ich einfach nochmal hier. Natürlich hört dann der Geisterjäger und nicht etwa irgendjemand von hier oben. Alles klar. So, wenn ich jetzt hier oben bimmel, hört bestimmt der Priester. Nee, natürlich, der Hund. Habe ich ganz vergessen. Der Hund hört natürlich am allerbesten. So, wenn ich jetzt aber zuerst mal hier mache. Und dann wart, bis er mal da oben ist. Na komm, du kleiner Idiot. Es soll doch einfach nur der Geisterjäger herkommen. So, letzte Chance vorbei. Einmal bimmel, bimmel, bimmel. Wieso hören immer zuerst die von unten, hä? Wenn der Geisterjäger da oben jetzt sich mal bitte vor die Tür begeben möchte. Wieso der blöde Priester? Alter! Der Geisterjäger soll doch da hören. Ich muss die irgendwie auseinanderzerren und das geht leider nur, wenn die zwei Geisterjäger in einem Raum sind. Natürlich, jetzt läuft der Priester da hoch. Alter, es ist zum Mäusemelken, echt wahr, ey. Ja, dann komm doch wenigstens du hier raus. Der einzige, von dem ich nicht wollte, dass er in den Raum läuft, der läuft natürlich in den Raum. War irgendwie nicht anders zu erwarten. Auf ein neues. So, ist er erst der irgendwie 20. Versuch oder so? So, jetzt hört bestimmt zuerst der Priester. Deswegen würde ich ganz gern warten, bis der blöde Geisterjäger sich endlich mal vor die Tür begibt. Jawohl. Jetzt ist es soweit. So, und sobald ich gescheit zuschlagen kann, läuft es auch. Na, seht ihr mal, ne? Sobald es funktioniert, funktioniert's.
Das war jetzt bestimmt eine Sache von irgendwie so 1,5 Minuten oder sowas. Naja. Hä? Ach, das ist ja auch geil, dass sie das als Level 20 nehmen. Dieses Portal, ich hab's ja schon angesprochen. Und das zieht nämlich alle in sich rein. Das finde ich auch geil, dass sie das dann als Level 20 nehmen. Nanu? Of the portal power has sent your house to limbo, and you took everyone with you. Congratulations, you have finished Poltergeist. The end. Also, wir wurden, keine Ahnung wohin, verschleppt durch unsere Portalkraft nach Limbo. Keine Ahnung, vielleicht ist das so eine Parallelwelt oder so eine Traumwelt oder sowas. Ich weiß es leider nicht. Aber wir haben auf jeden Fall jeden mit uns genommen. Und wir haben Poltergeist durchgespielt. Oder auch nicht. Denn es gibt auch noch das Büro. Daher weiß ich das mit dem Portal. Denn wir benutzen hier einfach zwei Portälchen. Im Übrigen kann man die Bosse nur mit den Portalen besiegen, ne? Die sind ja gegen das hier alles immun. Und ein Portal zieht einen rein, heißt also, es zieht alle drei Punkte auf einmal ab. Ein Portälchen und ein Glöckchen. Na, was werden wir damit jetzt wohl machen? Herr Chef, ich hab da was gefunden. Oh, oh nein, jetzt sind sie ins Portal gelaufen. Blöd aber auch. So. Bis jetzt gestalten sich die Level noch recht einfach. Okay. Ein Portal, das ist klar. Das müssen wir in die Mitte packen. Zwei Glocken. Ich denke mal dann hier für die Mitte. Erstmal für den Boss natürlich. Und dann kommt jetzt bestimmt nicht die, die ich haben will. Nee, natürlich nicht. So, was machen wir mit denen hier? Da können wir auch zuerst den hier machen. Dann den hier. So, Bimmel, Bimmel, Bimmel. So, jetzt müssen wir sie... Nein. Komm wieder auf die Fliesen. Geh noch einen Schritt hoch. Komm wieder hoch. Alter, das ist so eine blöde Kuh, ganz ehrlich. Das ist doch jetzt echt kacke, oder? Oh, Mann. So, komm, die rennt doch jetzt bestimmt hoch. Vielleicht. Irgendwann mal. Jetzt. Nee, ich glaube nicht. Na ja, gut, dann holen wir halt die andere hier runter. Und warten auf den Boss. Ja, komm ran. Willst mich verarschen?
auf ein neues. So, wenigstens ist mir jetzt die Lösungsstrategie bekannt. Einfach alle hier runterholen, wenn die so weit hören. Ich dachte davor, dass sie nicht so weit hören, deswegen wollte ich sie da oben in den Fliesenraum reinholen. Renn jetzt nicht da raus. So, jawohl. 4, 5, 6. Gut. Die Hälfte der Büros haben wir geschafft. Oh, das wird jetzt hart. Alter, wie schief das klingt im Hintergrund. Uah. Wir könnten es ja mal versuchen, wenn die jetzt hier reinläuft, ist dann so zu... Ach, cool. Und dann noch. So. Ach cool, das läuft ja besser als geplant. Ich glaube, das ist deswegen, weil die hier einfach so freiwillig rumlaufen. Ach komm, und jetzt können wir die eigentlich gleich noch beide hier reinholen und dann die einfach ein Portal zünden. Dann brauchen wir das nicht nochmal, das hier. Es sei denn natürlich, der liebe Herr Geisterjäger entfernt sich jetzt von seinem Raum. Alter, das ist so ein blöder Vollidiot. Natürlich, lauft einfach irgendwo in dem Raum rum. Ah, das ist... Ist doch echt, also... Hä, was jetzt? Ja, kannst du direkt rüberlaufen? Nee, kannst du nicht. Das gibt's doch nicht! Alter, was ist das für eine blöde Kuh? Ganz ehrlich, steht die ganze Zeit in ihrem blöden Büro. Natürlich, ich klopf hier und nicht die hört's. Nein, der Geisterjäger hört's. Natürlich. Realistisch. Oh Mann. So, den Geisterjäger müssen wir auf alle Fälle in dem Portal einfangen, weil wir dem nur maximal 2 Scare Points abziehen können ansonsten. Dem Boss auch. Das heißt, die müssen beide in einen Raum. Okay, dann mache ich halt zuerst die zwei. Und dann erst alle anderen. Kein Problem. Geht schon. Mag nicht noch vielleicht einer reinlaufen hier? Ja doch, das ist auch ganz cool. So, und jetzt machen wir den hier. Natürlich läuft er raus. Und den hier. Und letzten Endes, zu guter Letzt noch den hier. Okay, die gute Dame ist wieder verschwunden. Tja, es gibt immer einen Weg. Okay, da ist der Boss. Heißt aber auch, wenn wir jetzt hier eine Glocke reinhängen, dann kommt der Boss hier von hier unten. Und dann können wir die alle ganz bequem in einem Portal wegfegen. Wegfegen. So, wisst ihr, was ganz effektiv ist? Sowas.
So, das müsste jetzt bei denen hier 2 abziehen. Dann, wenn die blöde Kuh jetzt da nach oben reinlaufen wird. Ah, scheiße, nee, das geht nicht. Fehler. So, nochmal. So, Boss kommt. Und ist weg. Können wir hier mal den hier probieren? Wenn wir jetzt hier bimmeln, dann kommt natürlich die von da unten und nicht etwa der, den wir haben wollen. Natürlich. So, wir können jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5 abziehen. Haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8. Alles klar. Es hat sich nichts dran geändert. Wir haben immer noch 8, weil das hier zählt halt nur als einer, ne? Oder das hier. Ich glaube, ich lasse sie wirklich erstmal ein bisschen verteilen. Und mache dann erst irgendwas anderes. Also, ne, jetzt hier erstmal ein bisschen rumeideln. Damit die sich mal ein bisschen verteilen können hier.